Wir haben akuten Handlungsbedarf, was die Stickstoffdioxidbelastung in der Stadt Salzburg betrifft. Jedenfalls in diesem einen Abschnitt, für den jetzt die bereits zitierte Maßnahme der Tempobeschränkung auf der Stadtautobahn auf einem 10-Kilometer Abschnitt geplant ist. Das Ganze muss man aber in einem größeren Programm sehen. Wir haben bereits seit 10 Jahren anhaltende Luftqualitätsprobleme im Salzburger Zentralraum. Aus dem Grund wurden bereits im Jahr 2008 musste ein erstes Maßnahmenprogramm vorgeschrieben werden. Dieses Maßnahmenprogramm, das damals 61 Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, Schwerpunkt war damals sicher noch etwas mehr im Bereich von Feinstaub. Inzwischen ist die Stickoxidbelastung dazugekommen. Wir haben also im Prinzip diese beiden Hauptschadstoffe, die auch der Grund war für die Programmausweisung 2008. Die Evaluierung hat gezeigt, dass wir in der Qualität, und da kommt jetzt der entscheidende Punkt, es geht um die Einhaltung von Grenzwerten zum Schutz der Gesundheit. Es geht also nicht nur um das Thema Flüssigkeit des Verkehrs, Verkehrslenkung oder allenfalls eben auch zum Teil Bequemlichkeit und Komfort, was die Fahrsituation in und um Salzburg betrifft. Es geht ganz klar um Grenzwerte, um Gesundheitswerte und nicht nur um Vorsorge, sondern letztlich auch um die Garantie, dass wir für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung stehen. Das war auch der Grund, warum jetzt unter dem Eindruck, dass wir sehen, die Grenzwerte entwickeln sich nicht so, wie wir das brauchen. Wir sind also nicht nur über den EU-Grenzwerten, wir sind ja auch ein erhebliches Stück über den eigenen österreichischen Grenzwerten. Und inzwischen ist auch das allgemein bekannt, dass die EU den Bürgerinnen und Bürgern auch ein Recht gibt, ein Recht einräumt, diese Einhaltung der Grenzwerte zu fordern. Und das fällt unmittelbar in die Verantwortung des Landes, das fällt in meine Kompetenz als zuständige Ressortverantwortliche für den Umweltschutz. Das war der Grund, warum wir bereits ein weiteres Maßnahmenprogramm in Vorbereitung haben. Dort werden zu den bisherigen Maßnahmen, die ja nicht ausgereicht haben, um die Luftqualität zu verbessern, ein ganzes Bündel an weiteren Maßnahmen auch vorgestellt. Und das ist jetzt meine Ankündigung. Es wird dieses Maßnahmenprogramm wird in den nächsten zwei bis drei Wochen öffentlich aufgelegt. Es ist ein Programm, das auch zur Diskussion, zur Stellungnahme einlädt. Es wird dieses Maßnahmenprogramm einen Katalog an Maßnahmen natürlich auch mit in etwa abschätzbarem Verbesserungspotenzial zur Diskussion gestellt. Heißt auch, dass es im Rahmen dieser Beteiligung die Möglichkeit geben wird, im Rahmen von Veranstaltungen, von öffentlichen Diskussionen mit den Betroffenen, heißt NGOs aus dem Bereich von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, Umweltgruppen, aber natürlich auch, sage ich, Nutzer, Verkehrsnutzer, und auch den Gruppen, die sich bisher auch schon zu Wort gemeldet haben, die einzuladen, sich in diesen Diskussionsprozess einzuklinken. Vorweg muss ich aber sagen, die von mir bereits angekündigte Maßnahme der Tempo-80-Beschränkung bleibt selbstverständlich aufrecht. Sie ist notwendig, es ist Handlungsbedarf. Und nach diesen 3 Monaten, die jetzt vorerst angedacht sind, wird man abschätzen können den Erfolg dieser Maßnahme und wird natürlich dann auch weiter entscheiden, wie das Tempo 80 auf diesem Stadtautobahnanteil weiter gehandhabt wird. Ich möchte mich bisher vor allem bedanken für die intensiven Vorarbeiten, die auch in der Umweltabteilung geleistet worden sind. Es ist ein extrem komplexes Thema. Man kann es nicht reduzieren auf eine Maßnahme, man kann es auch nicht reduzieren vor allem auf das Thema, stimmen wir darüber ab, lassen wir abstimmen oder nicht. Abstimmen können wir und will ich auch gerne über ein Maßnahmenpaket, über Alternativen, aber nicht über die Frage Tempo 80 ja oder nein. Die Alternative zu Tempo 80 würde heißen Fahrverbot. Tageweises Fahrverbot, wenn die Schadstoffe zu hoch sind. Und das ist nicht die Lösung, die ich mir vorstelle, sondern ich glaube, es muss einen Mittelweg geben, indem man sich gemeinsam über ein Maßnahmenpaket, über zumutbare Maßnahmen unterhält, die wir auch gemeinsam gerne diskutieren. Tempo 80 mit Jahresanfang 2014 ist jedenfalls zur Vorbereitung, zur Begleitung dieser Diskussion auf jeden Fall notwendig.